Hey Freunde, damit ein herzliches Willkommen bei eurem Tjulfa und damit ein herzliches Willkommen zu Resident Evil Village. Lang haben wir drauf gewartet, endlich ist es da. Ich bin ultra gehypt auf das Game gewesen. Resident Evil 7 damals war ja ultra nice. Und die Story hier in Village soll natürlich auch mal wieder obercool sein. Ich habe es auch tatsächlich geschafft, komplett spoilerfrei reinzugehen. Ich habe mir nichts vorher angeguckt. Und deswegen können wir uns das jetzt schön gemeinsam ansehen. Ich werde auch unter diesem Let's Play keine Kommentare lesen. Sonst lese ich eigentlich immer alle Kommentare. Werde ich hier nicht machen, weil ich kenne euch. Ihr könnt euch nämlich nicht beherrschen. Ihr spoilert mich. Aber gebt trotzdem gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und wir starten mal rein. Resident Evil Village. Wir starten natürlich ein neues Spiel. Okay, Village of Shadows. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Okay. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille. Die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. Alright. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur!« Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Aber das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. Jo, was war das denn für ein Intro? Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Wow. Da. Sie schläft. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ja. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Okay, vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Alright. Jo, ich dachte kurz, da hinten sitzt noch jemand am Tisch. Okay. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich versteh's ja. Okay. Jetzt sollen wir. Hast du was gesagt? Nichts. Ich bring sie ins Bett. Nein, wir haben nichts gesagt. Okay, wir sollen Rose ins Bett bringen. Alles klar, das kriegen wir hin, denke ich mal. Aber wo müssen wir lang? Ich meine, wir können uns hier erstmal kurz umsehen. Das auf jeden Fall sieht halt ultra nice aus, ne? Also von Grafikkeit her sehr, sehr hübsch. Okay, gucken wir mal, wo wir hin müssen. Wir sollen Rose schließlich ins Bett bringen. Allerdings weiß ich nicht genau,
wo... Ah, hier hinten durch die Tür, hä? Okay. Ja. Okay, und wir sind hier hingezogen, um all das zu vergessen. Ich weiß nicht genau, was all das ist, aber vermutlich nichts Gutes. Wir gehen mal nach oben. Hey, ganz ruhig. Ist gut. Alles entspannt. Ich hab's ja gesagt. Dieses Buch ist noch nichts für dich. Es ist wirklich eine wilde Geschichte, um sie einem kleinen Kind vorzulesen. Aber sehr, sehr cooles Intro auf jeden Fall. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wo was Rose... Da, meine Kleine? Ist das hier Rose, ihr Zimmer? Ja! Oh, nice. First try. Sehr gut. Ich dachte schon, ich muss jetzt zu jedem Raum laufen. Okay, dann legen wir Rose mal ins Bett. Da wären wir, Süße. So. Ah, keine mit Babycam. Sorge. Nice. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Hm. Wir passen schon auf. Wir sind Profis. Okay. Und dann wieder ab nach unten, oder? Schließlich gibt's gleich Futter. Das ist wichtig. Okay, gucken wir mal, was es Gutes zu essen gibt. Aber... ich gehe davon aus, dass es gleich auch Stress gibt. Wie immer. Ich meine, wir spielen immer noch Resident Evil. Okay. Hallo? Oh, auch Wein? Ja, moin. Let's go. Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Wie ein Baby. Okay, riecht wow. Gut. Ja, was sieht nice denn? Aus. Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume. Wer? Ein regionales Gericht. Gesundheit. Oh, wow, du lebst dich richtig gut ein, hä? Huh? Hm? Aber wo wohnen wir denn? Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Wo sind wir denn hingezogen? Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, ja. Immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose, jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Oh, shit. Mia, runter! Mia! Oh... Okay. Das hat sich sehr schnell sehr schlecht entwickelt. Oh Gott! Yo. Chris, was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Oh, yo, eine Kugel hat gereicht, Digga. Yo. Leute. Los, Bewegung! Yo, chill, Bro. What the hell, das Baby. Sauber. Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Schön eine ins Fressbrett. Rose. Schaff den hier raus. Jo, das hat sich wirklich sehr schnell, sehr schlecht entwickelt. Wow. Von Baby ins Bett und Abendessen zu Damn, Sean. Everyone's dead. Naja, eigentlich nur die Frau tot. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose-Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Was für Testergebnisse? Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hm? Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mir. Mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da?
Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Da muss ich rangehen. Scheint ja nicht so gut zu laufen. Okay. Jetzt wachen wir wieder in der Gegenwart auf. Ich glaube, das war gerade ein Traum oder so. Wo zur Hölle sind wir? Wir sind draußen, oder? Oh. Oh, ich glaube, unser Transportwagen wurde attackiert. Wer braucht Zeit? Wie ist Ihr Status? Ist das Objekt gesichert? Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Vorhanden. Tja, nicht damit gerechnet, dass wir ans Telefon gehen. Okay, hier ist auf jeden Fall irgendwas mächtig schief gelaufen. Was ist passiert? Okay, wir können uns wieder bewegen. Okay, wo zur Hölle sind wir hier? Das ist auf jeden Fall das Auto, in dem die uns transportiert haben, oder? Ah, sieht so aus. Hier ist auf jeden Fall irgendwas schief gelaufen. Bruder, was ist mit dir so los? Dem geht's... Ich höre irgendwas. Dem geht's gar nicht gut. Was ist das hier? Missionsziele. Ziele eliminieren, Leiche sicherstellen, Bergung von Rosemary und Ethan Winters. Das sind wir und die Tochter. Überführung von Rosemary und Ethan Winters zu Standort C für weitere Untersuchungen. Mindestens 2 Offiziere als Begleitung während des Transports. Hier ist nur einer. Das heißt, einer fehlt noch. Okay, das Handy können wir nicht mehr gebrauchen. Okay, schauen wir uns mal um. Wo ist der andere Dude? Weil scheinbar sollten wir eigentlich von 2 Leuten bewacht werden. Oh. Oh, oh, das ist mein Schatten. Jesus Christ. Okay, das ist ultra creepy hier im Wald. Damn. Hä, was ist das denn für eine eklige Atmosphäre? Okay, hier sind irgendwelche Schleifspuren. Hier ist irgendwer langgelaufen auf jeden Fall. Okay, Leute, irgendwas ist im Wald. Irgendwas ist im Wald unterwegs. Wir folgen den Spuren hier, okay? Oh. Ey, kannst du mal mit der scheiß Taschenlampe nach oben leuchten? Was ist denn mit dir? Wir folgen weiter den Spuren. Die führen hier hoch. Okay. Wir müssen einfach den Spuren folgen und hoffen, dass uns nichts... Yo, damn. Okay, irgendwas ist im Wald. Ich will nicht wissen, was. Hier gehen die Spuren weiter lang. Oh, was ist das hier? Hier ist Zutritt verboten. Okay, hier können wir aber drunter durch. Ja. Ah, ja, nice. Ist ja schon mal nice. Haben wir es schön in die Hand geschnitten am Stacheldraht. Okay, wo zur Hölle sind wir hier jetzt? Ey, kann ich mit der Taschenlampe auch anders leuchten? Nee, kann ich nicht. Okay. Hier ist... Oh! Okay. Okay, die Atmosphäre haben die mega gut gemacht im Spiel. Alter. Okay. Was war das? Hat irgendwas geknurrt oder so. Oha! Hier ist ein toter Rabe. Aber das ist ein verdammt großer toter Rabe. Oh, hier sind viele große tote Raben. Oh damn, was ist hier passiert? Oh, hier hängt auch einer. Hier hängen ganz viele. Okay. Okay, Leute, kurzer Real Talk, das ist extrem gut gemacht. Okay, lange mich nicht mehr so räudig gefühlt, wenn ich irgendwo unterwegs bin. In einem Game. Alter. So. Ja. Ist gut. Oh, shit. Okay. Wo? Alter, wo zur Hölle sind wir hier?
Ich sehe nichts. Es ist neblig. Wir sind mitten im Wald. Irgendwelche Raben aufgehangen und getötet. Oh, da war was. Und irgendwas ist hier im Wald unterwegs. Was garantiert nicht freundlich gesinnt ist. Ich sehe auffallend wenig. Und oh, hier ist eine Brücke. Wir gehen über die Brücke. Hier ist ein Pfad jetzt. Okay, okay, ich fühle mich sicherer mit einem Pfad. Hier ist... Okay, hier liegen irgendwelche Sachen. Hier ist noch ein Rabe. Nice. Okay. Hier ist eine Hundehütte. Hier ist eine Hütte. Wir können rein. Okay. Jo. Oh, hier kann ich öffnen. Was finden wir hier Schönes? Okay, Stricke oder so. Können wir die mitnehmen? Nee. Okay. Hier ist irgendwie ein Waschbecken. Wo kein Wasser mehr kommt. Alright. Wem gehört die Hütte? Wo sind wir hier? Ey, kann der ordentlich leuchten mit der Taschenlampe? Jetzt mal Real Talk. Geht das? Kann man... Nee, wir können... Okay, wir können so abwehren. Aber ich kann nicht anders leuchten. Okay, okay, gut, schade. Wäre praktisch gewesen, weil dann würde ich vielleicht mal mehr sehen. Oh. Hey. Kann ich... Mach. Oh, okay. Schrank ist voll mit irgendwelchem Zeug. Ich dachte, ich kann mich vielleicht im Schrank verstecken. Hier ist Blut überall. Oh, lol. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, ich glaube, hier wurde irgendwer aus dem Bett gezerrt, oder? Jo. Oh, hier gibt's einen Keller. Oh, come on. Hey. Kann ich mich hier an den Stuhl setzen und warten, bis alles vorbei ist? Okay, hier ging's auf jeden Fall irgendwem gar nicht gut. Okay, ich glaube, wir müssen runter in den Keller, Leute. Okay. Hallo? Ich bin's. Ich will nur nach... Oh, hier war aber schon lange niemand mehr. Ich will nur nach dem Rechten sehen. Hier ist Knoblauch. Boah, ich sehe absolut nichts. Also außerhalb von diesem Lichtschein, für euch wird es auch ziemlich dunkel sein im Video, aber man sieht hier absolut nichts. Oh, was ist das? Irgendwelche Runen an den Wänden? Oh. Hm, nice, ein verschlossener Schrank, der mit Blut beschmiert ist. Aus dem Geräusche kommen. Schauen wir mal, was drin ist. Oh, nur eine Maus. Okay, hätte schlimmer sein können. Hätte. Schlimmer sein können. Ist hier sonst irgendwas? Kann man hier drin irgendwas nehmen? Nee. Ich habe das ungute Gefühl, dass wenn wir uns jetzt umdrehen und zurückgehen, irgendwas schon auf uns wartet. Was ist das denn? Okay, im oberen Stockwerk ist irgendwas passiert. Will ich wissen, was? Nein, will ich nicht. Will ich wirklich nicht. No, no. Aber wir müssen wieder nach oben. Es gibt keinen anderen Ausgang, oder? Ich glaube nicht, ne? Hier ist irgendwas zugestellt, aber ich glaube, es gibt keinen anderen Ausgang. Wir müssen nach oben. Ich will nicht nach oben. Ey, von mir aus... Oh, hier ist irgendwas. Was ist das? Ein Bild? Oh. Ja, safe. Was ist das? Sieht aus wie so eine riesen Hakennase, wie so ein Schnabel oder so. Okay. Oh, come on, jetzt. Hier ist irgend so ein altes, traditionelles Bild noch auf dem Boden.
Oh, was ist denn hier passiert? Wo war er denn? Wo ist der Kopf hergekommen? Okay, wir müssen nach oben. Irgendwas ist in der Hütte passiert. Wir müssen nachsehen. Uns bleibt nichts anderes übrig. Uns bleibt nichts. Oh! Yo, was ist hier? Jo, oh! Okay, wir kriechen drunter durch, oder was? Okay, okay. Das hat er von selbst gemacht. Habe ich nichts mit zu tun. Frisches Blut? Damn, was ist denn hier passiert? Ist das passiert? Ja. Mein Reden. Kein Plan, Digga. Jo, hier ist aber irgendwas mächtig durch die Bude gerumpelt. Yo, holy smokes. What happened? Okay, wir gehen mal raus. Draußen ist es ein bisschen heller, scheinbar endlich. Nice. Dann sieht man wenigstens auch mal was. Okay, wir folgen jetzt wieder dem Pfad durch den Wald. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinkommen, wo wir landen. Mal schauen, wo uns das jetzt hier hinführt, wo wir hinkommen. Wo landen wir? Wo zum Teufel bin ich? Oha. Oh wow, wo sind wir denn hier? Irgendwo in den Bergen, so ein verstecktes Dorf. Ist das das Village, um das es geht? Resident Evil Village, haben wir bereits den Titel des Spiels entschlüsselt? Okay, aber irgendwas wird es hier ja auf sich haben. Wo sind wir hier gelandet? Das Gehild ist rauszufinden. Hi, was ist denn mit dem Pferd passiert? Hallo? Oh, dem Pferd geht's gar nicht. Oh nein, dem Pferd geht's wirklich gar nicht gut. Hier geht's einigen gar nicht gut. Okay, da ist eine Tür, die ein bisschen wackelt und sich bewegt. Wir gehen mal rein. Vielleicht sind sie unterwegs. Ich habe was gehört. Ja, vielleicht sind sie unterwegs. Vielleicht. Okay. Dieses Schloss ließe sich leicht knacken. Okay, brauche wahrscheinlich einen Dietrich oder sowas. Okay, hier war noch jemand Suppe am Kochen. Vor nicht allzu langer Zeit. Die dampft noch. Ist noch nicht lange her, dass hier die Leute noch lebendig waren. Ich glaube, lebendig ist auf jeden Fall das richtige Wort. Es sieht unlebendig aus. Okay, wir gehen wieder raus. Okay, jetzt hat sich jemand um das Pferd gekümmert. Schön, dass hier wenigstens aufgeräumt wird. Okay, wir folgen mal den Hinweisen. Dem Pferd. Oh, da ist ein Auto. Okay, das ist also schon ein normales Dorf hier scheinbar, wo Leute auch normal mal gelebt haben irgendwann. Ich habe auch keine Ahnung, ja, wo wir sind. Es ging ja um irgendwas in Louisiana von damals. Ja, ihr wisst es. Aber jetzt sind wir ja, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wie gesagt, ich habe mir wirklich zu Resident Evil Village nichts angeguckt, Leute. Ich habe mich absolut abstinent gehalten. Ich habe mich nicht gespoilert, nicht mal mit Trailern, alright? Ich habe mir nicht mal den Trailer angeschaut. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich höre Musik. Wir folgen erstmal der Musik. Hier ist ein alter Traktor. Hier hängen Ziegenbockköpfe. Der Traktor läuft noch. Was ist das denn? Okay. Hier ist umgestürzter Kutschenwagen. Absolut zerstört. Oh, da ist Licht. Das erste Mal, dass wir Licht sehen hier. Schauen wir mal, was da los ist. Aber es sieht sehr schön aus hier. Also so, ne? Okay. Hier ist... Okay, hier sind irgendwie Hühner drin. Wir lassen die Hühner mal Hühner sein, okay? Wir gehen erstmal hier in das Haus rein. Also auf jeden Fall das erste Mal, dass wir hier irgendwas leuchten sehen. Okay, wir gehen rein. Hallo?
Was war das? Mist! Ah. Der Weg ist versperrt. Okay, wir kommen also nur hier weiter. Hier ist ein Messer. Können wir das aufheben? Können wir. Wir haben jetzt zum ersten Mal auch was zur Selbstverteidigung. Sehr schön, wir sind nicht mehr wehrlos. Das ist immer gut. So, was ist hier noch? Einfach weggelaufen? Was ist das? Suppe? Irgendwas? Waren die hier auch schon wieder am Kochen? Aber... kam unterm Vorhang rausgerollt. Die sind alle noch nicht lange weg hier. Was ist hinterm Vorhang? Mach auf die Bude. Nicht schießen! Oh. Wer sind Sie? Wer schickt Sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Psst. Wer ist das? Was ist los? Oh nein! Was denn? Sie kommen! Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe! Was? Sie haben doch sicher eine Waffe! Nein, wozu denn? Oh oh. Ich ahne Böses. Nehmen Sie! Okay. Jetzt haben wir auch eine richtige Waffe. Was ist denn da draußen? Hey, haben Sie gehört? Was war das? Was zum... Oh! Was? Was zur Hölle? Irgendwas war unterm Haus. Taschenlampe. Oh! Oh, hier liegen... Oh. Eine Leiche? Das ist nicht nur eine, mein Lieber. Mist! Noch mehr! Oh, damn, Bro. Oh, shit. Was ist denn hier los? Untersuchen. Dem geht's bestimmt... Gottverdammte. Geht irgendwie allen nicht so gut. Was für ein abgefucktes Dorf ist das? Keine Ahnung. Oh. Sind die alle tot? Die sehen alle gar nicht so tot aus. Da hinten bewegt sich was. Da hinten bewegt sich was. Oh! Oh! Was ist das? What the hell? Oh, da fehlen ein paar Finger. Damn, Bro. Oh, da fehlen nicht nur Finger. Waffe. Come on, Waffe! Nein! Oh. Was ist das, ein Werwolf? Oh! Wie viel hält er aus? War es das? Oh mein Gott! Zum Teufel. Okay, sah aus wie ein Werwolf. Unserer Hand geht's gar nicht gut. Wir haben nur noch 4 Schuss. Das ist, nee. Alles ganz schlechte Kombi. Okay, keine Ahnung, was hier abgeht, Leute. Familienfoto, ein Foto von Mia und Rose. Okay, wir haben so ein Foto dabei. Okay, wir müssen hier das Schloss knacken, oder was? Ja, können wir aber so nicht. Wir brauchen erst noch was zum Schloss knacken. Okay, ja, ergibt Sinn. Hier drin vielleicht? Hallo? Hier liegt irgendwas. Was ist das? Heilkraut. Man kennt's, Leute. Der Klassiker. Okay, aber haben wir hier... Was ist das? Okay, Chemikalie. Können wir auch noch benutzen später. Aber wir brauchen irgendwas zum Schloss knacken. Irgendwas. Hier wird irgendwo was liegen. Warte mal. Oder müssen wir woanders lang? Nee, glaube ich nicht. Warte, hier... Wenn ich hier... Nee. Ah, das sah nur so aus. Okay, muss ich hier nochmal rein? The fuck?
hier? Bolzenschneider. Alright, damit kriegen wir das auf. Damit kriegen wir das auf, sehr gut. Okay. Wow, wir wurden übelst hochgenommen von dem... Was, war das ein Werwolf? Ich weiß es nicht. Es sah sehr wie ein Werwolf aus, yo. Wir benutzen den Bolzenschneider. Okay. Damit easy. Gar kein Problem. Okay, hier ist Blut. Ist es normal, dass die Leiche hier weg ist? Ist die despawned oder hat er sich verselbstständigt? Da bin ich mir... Oh, da liegt auch jemand. Wir brauchen mehr Munition. Mhm. Ja, Oh, da drin leuchtet irgendwas. Ist irgend so ein Hof oder so? Was ist das? Ein Radio. Es ist aus. Was ist das? Pistolenmunition. Sehr gut, Pistolenmunition. Lad mal nach, mach mal voll die Bude. 9 Schuss. Reichen die für so ein Biest? Oh Mann. Okay, wir gehen mal nach oben. Eingänge können mit Schränken blockiert werden. Okay. Eingang blockiert. Aber was ist, wenn ich raus will? Oh! Oh! Okay, wir sind jetzt hier oben. Hat sie irgendwen erwischt? Hier liegt nochmal Chemikalie rum. Ah! Pistolenmunition. 15 Schuss. Alter. Was geht hier ab? Müssen wir da oben raus vielleicht? Kann ich den Tisch hier verschieben? Nee. Hier liegt jemand auf jeden Fall. Ziemlich tot. Oh oh. Oh oh. Das wird nicht gut enden. Kann ich hier... Oh! Ich muss hier doch irgendwie raus. Oh! Alter! Nachladen, nachladen, nachladen. Okay, der ist tot, der ist tot. Wir haben irgendwas bekommen. Was hat der hier noch dabei? Keine Ahnung. Ist okay. Das vorbei? Sind die jetzt weg? Haben sie Angst bekommen? Ich höre aber noch Schritte. Hallo. Wenn noch irgendjemand überlebt hat, komm zu mir. Okay. Zu Luisas Haus, oben beim Acker. Überlebt? Alright, okay. Wir sollen zu Luisas Haus. Alright. Ey, wie viel Munition haben wir noch? 9 Schuss insgesamt. Also wir brauchen grob 20 Schuss für eins von den Viechern scheinbar. Ungefähr. Nicht ganz. Shit. Okay, als erstes Schrank an die Seite. Oh, der Hand sieht, oh, die Hand sieht wirklich gar nicht gut aus. Okay, kommen wir hier raus? Ja. Okay. Haben wir jetzt irgendwie... Wegknut hier. Bitte, hey, come on. Ganz entspannt. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Es hieß oben beim Feld. Hier geht's nach oben. Ich gehe hier einfach mal lang, okay? Oh! Bruder. Oh! Guys. What the fuck? Okay, haben die ein bisschen Angst vor mir, weil ich eine Waffe habe oder so? Kann das sein? Aber wahrscheinlich sollte ich nicht dahin gehen, wo die den Weg versperren, oder? Ey, jetzt kommt schon. Muss ich hier hoch? Wir haben halt keine Wegbeschreibung. Nichts, null, nada. Haben Pistolenmunition dazu bekommen, sehr gut. Kann ich hier hoch? Hier hoch? Ist hier eine Tür? Nee. Wo? Oh. Die schleichen sich langsam an mich an, hä? Ich glaube schon, dass die Streit suchen. Nur nicht direkt.
okay. Okay, 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 okay. Verdammt. Okay, okay. Den Angriff überleben ist mein Ziel. Ja, danke. Komm, hau ab. Weg mit dir. Schmutz. 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 Oh! Was? Ey, ey, ey. Weg mit dir, weg mit dir. Nein. Oh nein. Ich brauche mehr Munition. Komm, gib Munition. Ah, nein. Oh shit. Ich muss nachladen, ich muss nachladen. Oh shit. Nee. Keine Chance. Oh, ich lebe noch. Okay, ich habe nur 5 Schuss, Leute. Was ist das? Ein Feuerpfeil. Nein, nein. Oh, okay. Damn. Oh, na, das hat ja gut geklappt. Oh, wir haben eine Karte. Jo, warum hat mir das nicht vorher jemand gesagt? Wie kann ich die... Kann ich mich auf der Karte bewegen? Ah, so, okay, okay. Also wir sollen irgendwo oben zum Feld. Hier sind wir bis jetzt runtergekommen. Okay, uns wird hier nicht angezeigt, wo wir hin müssen. Das wäre auch zu einfach. Okay, aber immerhin haben wir eine Karte. Obwohl, warte mal. Haben wir die... Ist das vorbei? Ah, wir kriegen jetzt erst die Nachricht. Okay. Lass mal hören nochmal. Hallo. Wenn noch irgendjemand überlebt hat, komm zu mir. Ja. Zu Luisas Haus. Zu Luisas Haus. Überlebt? Okay. Okay. Und jetzt haben wir... Warte. Ich... Hä? Hier wird trotzdem nicht angezeigt, wo das ist. The hell? Also, wir sind jetzt zwar hier auf der Map. Warte mal. Hier ist irgendwas mit Schlüssel. Wenn wir so reingezoomt haben, dann sehen wir Ziele. Aber... Jo, keine Ahnung, wo wir hin müssen. Das Ziel, wo wir hin müssen, wird uns nicht gezeigt. Oder, was ist das? Schmiedeeiserner Schlüssel? Dietrich. Okay. Keine Ahnung, Leute. Wir gehen einfach mal... Was soll ich machen? Wir gehen einfach mal los. Wir gehen wieder raus. Wir müssen ja sowieso gleich erstmal diesen Angriff überleben, der uns da entgegenschlägt. Gucken wir erstmal danach. Okay, warte. Wir gehen hier hin, bla bla bla. Die ganzen bösen Viecher gucken uns alle sehr böse an. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Hey, chillt doch einfach. Ich tu euch nichts. Ihr tut mir nichts. Fairer Deal eigentlich. Okay, ich glaube, wir können uns in diesem Haus verschanzen, wenn wir reingehen. Warte. Wenn wir hier jetzt reingehen, genau. Mach mal zu. Zack. Easy game. So, wir kriegen Schießpulver. Was ist hier drin? Noch mehr Munition. Was ist das? Eine Schrotflinte. Ja, baby, let's go. Hier ist noch ein bisschen Kraut. Haben wir aber nur 2 Schuss drin. Ich gehe mal wieder auf Pistole erstmal. Was ist das hier noch? Noch mehr Pistolen-Moon? Okay. Ja, ich kann doch erstmal... Erstmal hier drin chillen, oder? Ich kann mich doch hier drin einfach... verteidigen, oder? Oh! Was ist das hier? Rostige Reste? Nehmen wir mal mit. Kommen die hier runter? Kommen die hier runter? Keine Ahnung. Was ist das hier? Greift die Mehlsäcke an, um Gegnern die Sicht zu nehmen. Okay. Es nimmt kein Ende. Nee, nimmt's wirklich nicht. Wie soll ich denn den Angriff jetzt hier überhaupt überleben? Wir haben jetzt 18 Schuss in der... Warte, hier liegt noch irgendwas. Noch mehr rostige Reste. Hör doch auf. Was ist das jetzt hier? Was sind das für Pfeile? Von wo werden die geschossen? Oh! Von wo? Ey!
Geht drunter durch! Oh lol! Warte mal, jetzt reicht's aber. Erstmal Luft verschaffen. Lad mal nach. Ja. Nein. Hey, nimm die scheiß Axt aus mir raus. Kann ich hier lang? Kann ich. Alter, sind das viele. Oh, Bruder. Wie soll man das denn überleben? Kann man hier... Ich kann nicht in das Haus rein, oder? Gibt's hier keinen Eingang? Gibt's hier... Doch, gibt's. Okay, mach zu. Okay, wir sind erstmal sicher, oder? Kann ich... Hier hoch. Hier hoch. Come on. Oh, lol, wo bin ich denn hier? Oh, hier fliegen überall Pfeile rein. What the... Ey! Okay, haben wir erwischt. Ich muss nachladen. Okay, ich geh wieder runter. Hier oben. Nee. Okay, ich geh doch hoch. Fuck! Oh! Ist er tot? Ich hab keine Munition mehr. Oh, was ist das denn? Ich habe keine Munition mehr, Leute. Öffnen Sie das Inventar, um Munition herzustellen. Ah ja, richtig. Wie? Munition, bitte. Mach mal. Kann ich? Habe ich Munition gemacht? Ich habe Munition gemacht. Nice one. Okay, der ist tot. Hup! Nein, wir sind runtergefallen. Oh nee. Nein. Ah, nein. Wir halten aber so scheiße viel aus. Warte mal, ich hab doch Kraut, oder? Stell mal her. Zweimal. Wie benutze ich das? Control. Okay. Let's go. Rein mit dem Saft. Lad mal nach. Ja. Okay. Schießpulver. Oh nein. Oh. Was liegt hier? Irgendwas? Noch mehr Munition? Sehr gut. Oh. Rostige Reste oder so? Was ist hier? Nochmal Kraut. Kann ich hier... Oh shit, was soll das denn? Was soll das denn jetzt? Hat er mir den Arm abgehackt gerade? Okay, ich glaube, wir haben verkackt. Wer ist er? Wer ist er denn? Warum lassen die mich jetzt in Ruhe? Ich verstehe nicht, warum die uns jetzt... Ja, nice Hand, let's go. GG, Bro. Who the fuck are you? Okay, soll ich da noch schnell durch oder was? Okay, oh, wir haben eine Errungenschaft bekommen. Keine Likes für Lykana. Es sind also auf jeden Fall Werwölfe. Ja, nice.
Hi. Im Leben wie im Tod preisen wir. Hallo? Es ist gefährlich. Hier draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Ja, Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Ja, hi. Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Oh oh. Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein. Halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Ja, auch immer nice, wenn man während der Cutscene einen Hustenanfall bekommt. Okay, Leute, wir haben diesen Angriff überlebt. Wir wissen jetzt, dass Rose auch hier irgendwo ist. Und seit Rose scheinbar hier ist, hat Finsternis angefangen, dieses Dorf heimzusuchen, Leute. Ich würde sagen, an der Stelle beenden wir die erste Folge von Resident Evil Village. Ich glaube, das wird ein extrem, extrem nice Spiel. Ich versuche jeden Tag eine Folge zu bringen. Heißt, wir sehen uns natürlich morgen in der nächsten Folge wieder. Euer Typer verabschiedet sich an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel. Das Setting gefällt mir ultra. So Werwölfe und so feiere ich mega. Und keine Ahnung, was das große Vieh mit dem Hammer war, aber krass. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder. Euer Typer verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.